Herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge. Und heute haben wir hier ein Live-Interview. Und vielleicht siehst du das auch hier in der Gruppe Pubertät Überlebenstipps mit Kira Liebmann als Live-Talk. Denn wir möchten natürlich unseren Eltern die Möglichkeit geben, Matthias direkt Fragen zu stellen. Ich habe heute einen Gast dabei. Und zwar ist er einer der führenden Experten zum Thema Suchtprävention in Deutschland. Vor vielen Jahren kämpfte er sich erfolgreich aus einer schweren Drogensucht hinein in das Leben seiner Träume. Als geschulter Vortragsredner zum Thema Liebe, Glück und Mut nimmt er sein Publikum rhetorisch mit auf eine Reise zu sich selbst. Seine Botschaft ist: Du bist der Pilot in deinem Leben. Du steuerst dein Leben selbstverantwortlich. Er ist Keynote-Speaker, Persönlichkeitstrainer und Medienmacher. Ich freue mich sehr auf Matthias Wald. Lieber Matthias, toll, dass du heute da bist. Ich freue mich noch mehr, liebe Kira. Schön, dass ich dabei sein darf. Sehr cool. Matthias, ich möchte gerne heute mit dir zwei Themen besprechen. Zum einen natürlich deine Geschichte, aber wir wollen den Eltern heute auch ganz, ganz viele Tipps geben rund um das Thema Suchtprävention. Denn man kann, glaube ich, schon vorher ganz, ganz viel machen, dass es gar nicht erst so weit kommt. Matthias, wollen wir mal ganz kurz in deine Geschichte eintauchen? Magst du uns einfach mal kurz was dazu erzählen? Von was warst du abhängig? Wie kam's? Ich würde euch einfach mal mit zurücknehmen. Und zwar 17 Jahre bin ich jetzt clean und ich war insgesamt 12 Jahre drogenabhängig. Mhm. Ich habe mit 17 angefangen mit Cannabis. Das fing am Lagerfeuer an. Eine Auszubildendenfahrt und der Joint ging rum und ich hatte aber überhaupt keine Ahnung von Cannabis oder von Drogen und der Joint ging rum und ich hatte so Schamgefühl, was mache ich denn jetzt? Jetzt kommt er gleich zu mir, zum ersten, zum zweiten, zum dritten und das war ein cooles Setting. Wir saßen am Lagerfeuer und irgendwann kam der Joint zu mir und mein Herz hat immer mehr geklopft und ich habe immer mehr so dieses Dazugehörigkeitsgefühl und was mache ich denn jetzt? Und Scham, ich gebe mir doch jetzt nicht die Blöße. Und irgendwann habe ich an dem Joint gezogen und dann ging diese verrückte Reise los. Ich habe dann natürlich nicht gleich volle Pulle jeden Tag Cannabis geraucht, sondern immer nur am Wochenende im ersten Jahr. Aber dieses erste coole Gefühl, dieses erste befreiende Gefühl von Sorglosigkeit, die Sorge des Erwachsenwerdens weit weg, ein bisschen sediert, betäubt, ein bisschen intensivere Farben, Wahrnehmung, Töne. Das habe ich als positives Gefühl abgespeichert und mein Suchtgedächtnis hat sich aktiviert, wie ich das heute weiß als Experte. Und ich habe das mir quasi so gedacht, ach, das kannst du immer mal machen am Wochenende. Mir ging es nicht schlecht dabei und es hat auch Spaß gemacht. Ich habe den ganzen Abend nur gelacht. Also das soll jetzt hier keine Verkaufsveranstaltung für Cannabis sein, aber ich sage den Leuten immer oder den jungen Menschen, jede Substanz hat ihren Reiz und ihre Schattenseiten. Ja. Und da ich das als so positiv abgespeichert habe, hat es mich halt aktiviert und dann irgendwann, die Hemmschwelle ist dann gesunken quasi in Bezug zu Drogen und irgendwann kamen dann Ecstasy, Amphetamin, Kokain, LSD und das alles in vollen Zügen. Und dann irgendwann bin ich dann auch nach einem Jahr in die Partyszene, in die Techno-Szene abgerutscht, eine längere Geschichte, aber ich versuche es relativ kurz zu machen, weil wir ja schon viele Themen vorhaben und ich wurde immer experimentierfreudiger. Die verschiedenen Substanzen haben ihre verschiedenen Reize auch, wie ich es ja gesagt habe, und ihre, ja, wie sich es anfühlt, einfach euphorisierend oder dämpfend. Und ich habe dann jede Droge quasi für mich auch instrumentalisiert, um mit dem Matthias, wie es mir innen ging, also meine innere Gefühlswelt, meine Sehnsüchte, meine Träume, meine Vision, so ein bisschen zu betäuben, vermeintlichen Spaß zu haben mit den Drogen. Und das 12 Jahre lang. Und nach ungefähr 7, 8 Jahren hat mein Körper mir das erste Mal so richtige Signale gesendet. Da habe ich eine kollabierte Lunge bekommen. Dann, ich habe natürlich irgendwann angefangen, Beschaffungskriminalität, Drogen zu verkaufen, Autos aufzubrechen. Ich habe auch für alles meine Strafe bekommen vom Gesetzgeber. Und nach über 12 Jahren habe ich dann eine drogeninduzierte Psychose bekommen. Das heißt was? Eine Psychose ist der Oberbegriff für eine seelische Erkrankung. Das kann erstmal viel sein in der Psychologie oder in der mit ICD-10-Katalog jetzt diese seelischen Erkrankungen. Bei mir war es eine Schizophrenie mit manisch-depressiver Erkrankung, mit Verfolgungswahn, Erlöserwahn. Ich habe Stimmen gehört,
Also volle Pulle, so eine schizophrene Psychose halt. Mhm. Wie kann man sich das vorstellen? Was war da? Wie kann man sich das vorstellen? Du, es ist erstmal ein schleichender Prozess, muss ich dazu sagen. Also ich wurde immer psychotischer, immer verhaltensgestörter, immer mehr habe ich mir Dinge eingebildet, bis ich dann auch irgendwann Stimmen gehört habe. Also es ist ein sehr schleichender Prozess. Ich erzähle das jetzt hier relativ zügig. Aber es ist wirklich, man hat Zwangsgedanken. Ich hatte epileptische Anfälle. Also das passiert auch biochemisch was im Körper natürlich, wenn du so viele Drogen wie ich konsumiert hast. Jetzt muss man dazu sagen, in dieser Techno-Szene, wo ich war, wir haben uns wirklich weggeballert. Also erstmal nur meistens am Wochenende, aber dann irgendwann passiert ja etwas mit dir im Körper, im limbischen System. Du führst dir diese euphorisierenden Substanzen ein und irgendwann kommt dann montags dieses tiefe Loch, das alle Konsumenten, glaube ich, kennen. Und das hat mich dann quasi in so eine Teufelsspirale gebracht, dass ich dann montags wieder konsumiert habe. Ach, eine Line, ach, ein Joint. Dienstags, ach, eine Line, ein Joint. Ah, wir können ja schon mal donnerstags auf Party gehen. Und ruckzuck, nach 4, 5 Jahren habe ich jeden Tag konsumiert. Und okay. Meist, also durchweg. Also am Wochenende immer die psychoaktiven Substanzen und die euphorisierenden Ecstasy, Speed und Kokain und sowas. Und unter der Woche dann auch immer runtergekifft, um runterzukommen, um vermeintlich zu chillen, zu entspannen. Das ist immer so eine Ausrede, ich will entspannen. Also ich bin ja so angespannt. Wie hat sich denn das Ganze auf deine Familie, auf dein Umfeld, auf deine Schule, wie hat sich das alles ausgewirkt? Also bis meine Familie überhaupt mal irgendwas gemerkt hat an Veränderungen bei mir, sind 2 Jahre in die Zeit gegangen. Also das fing dann erst so körperlich an, so ein Reizhusten durch das ständige Cannabisrauchen. Irgendwann am Anfang reicht ja auch der Joint nicht mehr, sondern dann werden Blubber geraucht, Hookers, so Rauchgeräte, ohne dass ich die jetzt alle benenne. Aber dann fing ein Reizhusten an. Ich habe mich so nach und nach körperlich verändert. Stimmungsschwankungen, da werde ich ja nachher auch noch was dazu erzählen, wie man erkennt. Aber mein Umfeld, meine Eltern oder so, die haben erstmal gar nichts gemerkt. Irgendwann hat meine Mutter mal Gras, so einen Beutel Gras bei mir gefunden. Und wir Drogenkonsumenten, wir sind ja gute Schauspieler, alle, also alle Suchtis, auch die Alkoholiker, wir sind immer gute Schauspieler. Und ich habe meine Mama dann, damals war ich 19, so lang vollgequatscht, dass sie mir das Zeug wiedergibt, weil ich das so runtergeredet und verharmlost habe, dass es mir sogar wiedergegeben hat. Also meine Eltern waren total unwissend. Also die sind ja noch diese Nachkriegsgeneration, überhaupt keine Ahnung von Drogen oder Sucht. Was war überhaupt mit keine Aufklärung. Schule, ja. Arbeit, also irgendwie hast du ja gelebt zwischen den Partys. wie war das? Ja, also ich habe von Wochenende zu Wochenende gelebt. Jetzt muss man dazu sagen, ich habe in einem Beruf in einer Fabrik gelernt und gearbeitet, wo ich nicht sein wollte. Also ich wollte weder diesen Beruf erlernen, noch in dieser Fabrik sein. Ich wollte eher so was Kreatives machen. Aber damals wurde das so bestimmt, jetzt machst du einen handwerklichen Beruf. Und ich hatte kein Selbstbewusstsein, ich habe mich dem Ganzen halt gefügt. Okay. Und mein Umfeld an der Arbeit hat gar nichts gecheckt, die ersten 4, 5 Jahre. Außer die Leute, die auch konsumiert haben. Man wirft sich manchmal einfach nur einen Blick zu und dann weißt du schon, der andere ist auch Kiffer oder wie auch immer. Und dann bist du dir einig. Aber der Chef oder das Umfeld, die Anführungszeichen normalen Leute, die haben überhaupt nichts gecheckt. Warst du irgendwann nur noch mit anderen aus deiner Partyszene, sag ich mal, befreundet? Oder hast du auch Freunde gehabt, die mit Drogen gar nichts zu tun hatten? Das habe ich auch in meinem Film schon mal erklärt. Du suchst dann irgendwann die Menschen nach den Drogen raus. Also das dreht sich irgendwann ja nur noch ums, wo kriege ich was her, wann nehme ich was, wie kann ich was nehmen. Also wenn wir schon von Sucht reden, wenn das schon so eine Gewöhnung ist, ja. Wenn das schon im Alltag mit eingebettet ist. Und ich habe dann irgendwann mit den ganz normalen von früher vom Fußballverein gebrochen, nichts mehr zu tun gehabt und bin wirklich nur noch in die Partyszene und in die Drogenszene und in die Drogenwelt abgetaucht. Nach ungefähr 3 Jahren so war ich so richtig dort angekommen. Und das ist ein sehr komplett schleichender Prozess. Also es gab auch so Phasen, ich habe zum Beispiel Kokain nur ein Jahr genommen, sehr intensiv. Da kam ich immer sehr schräg drauf. LSD auch erst nach ein paar Jahren, aber dann wochenendweise sehr intensiv. Aber so durchgängig immer Cannabis, Amphetamin und ganz, ganz, ganz viel Ecstasy. Okay.
Gab es denn mal jemanden, der dich darauf angesprochen hat und der gesagt hat, Matthias, du machst dich kaputt, hör auf damit? Oder gab es nie jemanden, der dir da irgendwie gesagt hat, dass das nicht gut ist? Naja, schon im engeren Umfeld gab es dann schon mal irgendwann nach 4, 5 Jahren. Aber ich habe es so lange geheim halten können. Wahnsinn. Und so lange in der Peer Group das Ganze gelassen, dass das echt lange gedauert hat. Also wie gesagt, ich sag den Eltern immer, die meisten erkennen es oder kriegen es erst mit, dass ihre Kinder was konsumieren, wo man erst mal ein Jahr rum ist und dann hat das Kind das schon in so einer Party-Ebene erlebt und Spaß dabei gehabt. Und dann ist es ganz schwer, da noch ranzukommen, weil das Kind in dem Fall das dann als ja, positiv wohlwollend abspeichert. Und ich kenne auch ganz viele Menschen jetzt in meiner Arbeit, die ich so mache, die mir gesagt haben, oh, ich habe mal gekifft und dann musste ich kotzen oder ich habe gar nichts gemerkt. Und dann sage ich immer, oh, du Glücklicher. Weil das sind auch die Menschen, die dann sagen, mir hat das nichts gebracht. Mhm. Aber bei mir war es halt geil, es hat Spaß gemacht und es waren befreiende Gefühle und deswegen bin ich drauf kleben geblieben. Ja, ich habe auch mal gekifft, aber es hat mir auch überhaupt nichts gebracht. Ja, ich sage, ja. Jetzt bist du auch so einer. Gott ja, sei Dank. Ja. Also probiert habe ich es, aber bevor du gekifft hast, das würde mich noch ganz kurz interessieren, dann hätte ich gerne noch 2 Sätze, wie du rausgeschafft hast und dann legen wir los mit allgemeinen. Für die Eltern, ja. Mhm. Bevor du das erste Mal gekifft hast, hast du geraucht, hast du getrunken, hast du jemals Kontakt gehabt mit solchen leichten Sachen? Also sind wir mal ganz ehrlich, zu meiner Zeit war das damals, du warst als junger Kerl mit 14, 15 oder noch vorher sogar, aber da war ich im Fußballverein und damals war das so, wenn man ein Spiel verloren haben, gab es eine Kiste Bier und wenn man ein Spiel gewonnen haben, gab es 2 Kisten Bier und dann habe ich meinen ersten Kontakt mit Alkohol gehabt und irgendwann mit 16 auch mal Zigarette geraucht. Das war so einfach. Das war früher in meiner Zeit einfach so. Das mit Alkohol hat es einfach angefangen, ja. Rausch. Ich sage ja immer, der Mensch oder ich damals oder jeder Mensch hat eigentlich so ein Bedürfnis nach Rausch. Alles ist Rausch. Der erste Kuss, die erste Freundin, das erste Vorstellungsgespräch, den Führerschein bestanden. Also irgendwie ist alles Erregung oder Rausch. Ja, es rauscht im Leben. Ne? Wenn es mal nicht mehr rauscht, dann ist es Nulllinie. Nur jetzt ist die Frage, mit was erzeugt man seinen Rausch? Ne? Das kannst du ja auch. Heute habe ich Rausch durch die ganzen Sachen, die ich mache. Also das ist total verrückt und crazy. Da brauche ich mir nichts mehr reinfahren. Aber damals habe ich mich innerlich eher traurig gefühlt. Ich hatte ja auch Lebensthemen, musst du wissen. Also ich habe eine unterdrückte Homosexualität. Ich bin umgeschulter Linkshänder. Ich habe mich immer nicht richtig gefühlt. Ich bin falsch. Ich bin krank. Da stimmt was nicht. Ich bin so anders. Ich bin ein sehr kreativer Mensch. Ich bin ein Wahrnehmer. So mit Reizen, alles ist sehr starke Reize. Hochsensibilität ist bei mir ein Thema und ich hatte immer schlechte Noten. Ich war nie gut im Lernen als solches. Heute, wenn ich mir das, was mich interessiert, wenn ich das konsumiere an Wissen, das geht wie nichts. Aber damals Deutsch, Mathe, Englisch, alles nur schlechte Noten. Dann wurde ich gemobbt natürlich auch, das haben ja auch viele Menschen erlebt. Und das war so mein Paket und irgendwie war ich auch nicht glücklich. Ja? Ich war nicht in meiner Kraft, in meiner Selbstbestimmtheit als junger Mensch. Und dann noch in dem Beruf, den ich nicht machen wollte. Also, und das größte, eins meiner größten Themen ist halt diese unterdrückte Homosexualität auch, die ich aber schon sehr lange lebe mit meinem Freund, seit 19 Jahren schon zusammen. Okay. Aber das war damals für mich ein Riesenthema, ja, mich angenommen zu fühlen. Ist das deiner Erfahrung nach oft Auslöser für Menschen oder Kinder, Jugendliche, die in eine Sucht geraten, dass genau so etwas vorher war, dass sie irgendwie eine Leere hatten, die sie mit den Drogen füllen? Ist das so das die Erfahrung, die du auch bei anderen machst? Ja, in meiner Laufbahn jetzt als Experte, ne, muss ich jetzt aber aufpassen, was ich sage. Pass auf, ich habe ungefähr 10, 12 Muster erkannt, warum jemand süchtig wird. Das geht los durch Gespräche, durch mein Expertenwissen, durch meine Arbeit, die ich mache. Auch in Schulen, in Betrieben und Jugendlichen mit Ärzten. Ich habe Filme über Suchtkliniken gemacht, was ich alles gemacht habe. Aber es gibt nicht den einen Grund, warum jemand süchtig wird. Ich sage es jetzt einfach mal so, was ich so als Erkenntnisse für mich habe. Von Scheidungskind bis Missbrauch, bis Gewalt, bis Mutterthema, Vaterthema, Anerkennung, nicht geliebt werden und so weiter und so fort. Also solche Fülle an Paketen, Lebenspaketen, die wir alle irgendwie mehr oder weniger kennen. Und trotzdem ist für mich eine Erkenntnis, auch mit meinem Lebenspaket, mit Schwulsein oder egal was. Das heißt noch lange nicht,
dass jemand süchtig wird oder Bewältigungsstrategien, sage ich immer, hat. Resilienz ist ein Thema, ja. Emotionale Intelligenz, so Themen wie Empathie und sowas, ne? Das lernst du ja auch nicht in der Schule. Aber nur weil jemand dasselbe Paket hat wie ich, kann sein, der hat Strategien für sein Leben und eine gewisse Stärke, dass er Nein sagen kann. Aber ich konnte es nicht. Ich hatte diese Sehnsucht und dieses Vernebeln, Benebeln, Berauschen, Ausblenden. Ja. Und ich habe es halt instrumentalisiert. Aber es gibt Menschen, die haben Strategien. Deswegen wäre es jetzt vermessen zu sagen, weil der das und das und das erlebt hat, ist der süchtig geworden. Das ist alles Quatsch. Also es ist auch so vielfältig und so individuell, wie die Menschen sind. Und das macht es so komplex. Aber die Frage andersrum, also ist es klar, dass nicht jedes Scheidungskind drogenabhängig wird? Das genau. Verstehe ich. Aber hatte jeder Drogenabhängige oder Süchtige, muss ja nicht immer Drogen sein, Sucht generell, hatte denn jeder immer eine Vorgeschichte? Das meine ich. Ja, ich habe mit Tausenden, glaube ich, in den letzten 16, 17 Jahren gesprochen. Ich habe jetzt keine Evaluierung gemacht oder so. Ich kann dir nur aus meinem Gefühl sagen. Ja. Ich hatte immer das Gefühl, dass das sehr sensible Menschen sind, also eher so die Weichen. Ich will nicht sagen, dass sie nicht klarkommen, aber eher nicht die Ratio, sondern die Emotionalen, die Kreativen, dass die dazu neigen. Ja? Mhm. Das ist aber jetzt auch sehr vermessen oder sehr pauschal jetzt. Das ist aber für mich so eine Gruppe von Menschen, ja? Die so vielleicht ein bisschen labil, ein bisschen nicht so stark, okay. Nicht so in ihrer Selbstverantwortung. Sie wurden gelebt. Also ich hatte immer das Gefühl, ich wurde gelebt. Jetzt ja. Nicht nur von meinem Elternhaus oder so, sondern überhaupt mein Umfeld. So Freunde, falsche Vorbilder, ich muss das machen. Sehr gutgläubig, naiv. Wenn einer gesagt hat, das und das hat der Matthias das alles gemacht. Also das ist so vielschichtig und vielfältig. Sehr das angepasst. Ist, ja, genau. Ich war auch sehr angepasst. Ja, genau. Ja, und dann brichst du da aus. Wie hast du es geschafft, nach so einer langen Zeit aufzuhören? Wie lange hat das gedauert? War das eine Entscheidung? War es ein langer Weg? Wie war es? Du, da habe ich ein Bild hinter mir, das habe ich extra mal für heute aufgemalt. Daran würde ich es kurz erklären wollen, wie das so ist. Gut, die Hörer, die sehen das dann nicht, aber ich versuche es zu erklären. Wer das jetzt als Podcast sieht, der Matthias versucht zu erklären, ansonsten schaust dir auf YouTube an, dort findest du das Video mit der Grafik auch nochmal. Genau. Hier ist ja nichts anderes wie eine Sinuskurve erstmal. Erstmal ein Strich, das ist, wenn du tot bist und ist da Nulllinie. Dann gibt es eine kleine Sinuskurve, das sind so für mich die, das ist jetzt auch sehr vermessen, ich sage es jetzt einfach mal, das sind für mich die Jugendlichen heute, die überbehütet sind. Hier diese kleine grüne Kurve, wo alles sehr weich gespült, sie werden immer überbehütet, beschützt vor allem, sie müssen keine Selbstverantwortung tragen. Und das normale Leben wäre jetzt diese schwarze Kurve, so, das ist so die ganz Anführungszeichen normalen Menschen, wo das Leben einfach Up and Downs hat. So. Ich bin so ein bisschen mit ein paar Downs eingestiegen hier, siehst du, mit so einer Gefühlswelt oder Stimmung, die eher traurig war. Kannst du dein Mikro mal festhalten, das rauscht ja. So ein bisschen, wenn es an den Pulli kommt. Okay. Ja, super, danke. Mit einer Stimmung, die eher so traurig war und eher so gedämpft war, unten war. Und ich habe durch Drogen eigentlich mir diese Peaks geholt, die du da siehst. Okay. Diese Peaks. Cannabis probiert, oh geil, Rausch, oh, dann bin ich wieder in so ein Loch gefallen, dann wieder die nächste Droge, oh Speed, oh, aufputschen, motivierend, energetisch, dann Ecstasy, ne, so Erfahrung mit mir selber und so weiter und so fort, Kokain und so weiter. Und dann kam halt dieser ständige Rausch, da oben sind dann die pinken Peaks da oben, du siehst es ja. Und dann irgendwann dieser krasse Absturz. Und ich habe diese Grafik mal aufgemalt, weil hier vorne der Ausstieg wäre noch recht leicht gewesen. Da sind die Peaks ziemlich niedrig, ne, siehst du ja hier. Und sie werden dann nach und nach immer höher. Und je höher der Ausstieg, je länger du das konsumierst, je mehr Spaß du dich damit identifizierst und verknüpfst und Gewohnheit auch, ne, man kann sich ja auch entwöhnen, aber gewöhnen kannst du dich halt auch, desto mehr war die Sucht und die Tiefe der emotionalen Verbindung mit deinen Substanzen da. Und desto mehr brauchst ein, das ist jetzt auch ein bisschen krass, was ich sage, also ich weiß, man muss mal immer aufpassen, was man da sagt, weil so eine These zu vertreten, es braucht einen tiefen Absturz. Ja, du kannst doch mein Kind nicht abstürzen lassen. Ich erkläre es nur mal auf so einer reinen Ratio-Ebene. Es brauchte bei mir, weil ich so auf Höhenflug war, weil da waren ja auch tolle Gefühle dabei. Ich hatte auf einmal Geld, einen Sportwagen, Anerkennung, der Drogen verkauft. Du kriegst ja Energie von anderen, die du sonst nicht in dir selber hast. Und deswegen hat es bei mir so einen riesen Absturz gebraucht. Und jetzt kommen wir zu meinem Absturz. Das ist jetzt extra mal plakativ, so mache ich das auch in meinen Vorträgen unter anderem, um mal zu erklären, warum macht das denn jemand? Ja, weil es gibt ja in dem Moment
Werte, vermeintliche Werte, Anerkennung, Gefühl. Mhm. Und wenn du so sitzt, kannst du es loslassen. Nur wenn du dich umdrehst. Mhm, okay. Danke. Und bei mir war es so, ich war dann nach, wie gesagt, 12 Jahren auf dem Hoch meiner Psychose. Ich musste dir vorstellen, mein Alltag war so, 3-4 Tage nicht geschlafen, durchgespeedet, runtergeraucht. Komplett nicht gar, geschlafen? Nein, ich habe auch 5-6 Tage mal nicht geschlafen. Also das geht auch noch länger. Dadurch kriegst du schon allein Halluzinationen. Das macht was mit deinem limbischen System, mit deinem biochemischen Haushalt. Dann natürlich immer wieder dieses Hochspeeden, Ecstasy, runterrauchen. Hochspeeden, runterrauchen. Also das passt ja auch hier zu dieser Kurve. Und dann habe ich halt Zwangsgedanken bekommen. Ich habe so einen Heilserlöserwahn, Verfolgungswahn. Dann passieren natürlich auch Sachen. Ich war ja auch kriminell. Du bist ja dann auch nicht bei richtig und falsch. Ja, was du da, meine Taten, das hat ja was mit Schuldgefühlen, mit Verfolgung zu tun und so weiter und so fort. Und irgendwann war ich depressiv, depressive Verstimmungen auch und 3-4 Tage nicht geschlafen. Ich hatte mir so ein Raumschiff, jetzt wird es ein bisschen abstrakt, ich hatte mir so ein vermeintliches Raumschiff, ich wollte die Welt retten, dabei wollte ich gerettet werden. Also ich war so richtig crazy, wie so ein Psychothriller irgendwie von Amis, so ein Film. Und war in dieser Wohnung, in diesem vermeintlichen Raumschiff. Ich habe nur noch im Dunkeln gelebt, nur noch im Dunkeln. Ich bin zwar eine Zeit lang noch an die Arbeit, aber da war schon voll diese Zwangsgedanken. Ich habe Arbeitskollegen mit Vampirzähnen gesehen. Mhm. Ich habe nur noch in Gut und Böse, Teufel, der ist mit dem Teufel. Ich habe dann irgendwann mich auch geoutet mit 27, also ein Jahr, bevor ich richtig Exodus war, habe ich meinen Freund kennengelernt, der hat das alles live miterlebt mit mir. War der auch drogenabhängig? Die Anfangszeit ja, also aber nicht in dem Maße wie ich, sondern Kiffen und ab und zu mal Pille oder ein bisschen Speed, aber nicht annähernd in diesem Maße wie ich damals. Und er war Konsument, aber am Wochenende. Aber er hatte noch Werte, Prinzipien, er hatte noch Respekt vor Drogen. Also ich hatte gar keinen Respekt mehr vor Drogen zu der Zeit und habe mich halt einfach destruktiv volle Kanne weggeballert. Und irgendwann war ich in diesem, am 15.02.2003 war der tiefste Punkt in meinem Leben, da war ich in dieser Wohnung, mit Krampfanfällen, epileptischen Anfällen, Stimmen gehört, du musst jemanden umbringen. Ich habe gesagt, das kann ich nicht, ich bringe mich selber um. Also du musst dir das richtig schizophren vorstellen, also richtig krass. Und ich wollte es tun, also damit du mal ein Bild oder die Zuhörer mal ein Bild bekommen. Ich hatte so in dem Wohnzimmer, wo dieses Raumschiff drin war, so Holztüren und die habe ich immer verspackst. Zugespackst, die Tür zugespackst, weil ich Angst hatte, dass mich jemand verfolgt oder töten will oder aufhalten will. Und immer wenn ich die Wohnung verlassen wollte, musste ich diese Spackse in der Zwischentür und auch außen auch zugespackst. Total krank und irre. Und musste ich diese Spackse wegmachen. Und dann habe ich gesagt, wenn ich diese Spackse jetzt wegmache und rausgehe, dann bringe ich mich um und fahre auf die Autobahn und bringe mich um. In meinem Film habe ich es ein bisschen plakativer dargestellt, weil das eine sehr lange Geschichte und erklärungswürdig ist. Und dann war ich draußen vor der Tür und wollte zum Auto und hat mich ein Arbeitskollege aufgehalten. Und der hat mir einfach wohlwollende, schöne Dinge zu mir gesagt. Und ich habe wieder Panikattacken, schizophrene Gedanken. Und der hat halt was Wunderbares zu mir gesagt. Das erzähle ich aber nur in meinen Vorträgen. aber es waren sehr heilende Worte und sehr reflektierende Worte. Und ich bin dann in mir zusammengesackt. Und mein ganzes Leben lief vor mir runter. Ich war 27 Jahre alt und 29 Jahre alt war ich da und mein ganzes Leben lief runter. Und jetzt kam der wichtigste erste Schritt. Ich habe eingesehen, dass ich krank bin. Mhm. Ich habe eingesehen, dass ich Hilfe brauche, dass ich Stimmen höre. Also es war eine kleine Reflexion, so nenne ich es jetzt mal. Und weil mein Leben vor mir runterlief, was nicht nur scheiße war, sondern auch sehr schöne Kindheit. Also ich habe auch sehr, sehr schöne Dinge erlebt einfach. Mhm. Viele schöne Dinge. Und dann bin ich echt nach Hause, habe erstmal meinen Eltern gebeichtet. Jetzt keine Anamnese oder Selbstdiagnose, sondern einfach nur gebeichtet, wie es mir geht. Mhm. Was ich wahrnehme, also Stimmen hören und so ein Zeug. Ich war ja auch total abgemagert. Ne? Und so bin ich rumgegangen. Also total irre aus. Es gibt noch ganz verrückte Fotos von mir, wie ich aussah, ganz schlimm, ganz krank, eingefallen und habe das alles gebeichtet und habe gesagt, ich brauche Hilfe und habe wirklich ein Köfferchen gepackt und bin freiwillig in die Psychiatrie gegangen. Okay. Und wirklich, und da auch mit natürlich Angst, ne? Totale Angst, Existenzangst. Ich hatte Schulden,
Ich war da schon vorbestraft und also es war wirklich mein eigener Scheiterhaufen irgendwie und bin dann freiwillig in die Psychiatrie. Ja, und dann musste ich der Hölle schon wieder begegnen. Ich wurde dann auf 23 Tabletten am Tag eingestellt, Psychopharmaka, Neuroleptika, wurde konfrontiert damit, bipolare Störung oder Krankheit, Schizophrenie und ich hatte eine Raserei, diese Psychose an sich, dieser Oberbegriff als Psychose. Und da hatte ich eine wunderbare, traumhafte Ärztin, die mir dann so drei Heftchen in die Hand und gedrückt hat und du musst dich jetzt mit dir befassen. Du schläfst jetzt erstmal ein halbes Jahr, hat sie gesagt. Und das war auch so. Ich habe ein halbes Jahr nur geschlafen. Krass. War natürlich komplett sediert auf diese Psychopharmaka, Neuroleptika. Mhm. Und hast du quasi den Entzug verschlafen? Ja, mit dem Entzug habe ich geschlafen, sozusagen. Ja, also jetzt mal ohne Scheiß, ich war manchmal nur 4 Stunden wach, man hat mir Essen gebracht. Mhm. Und ich habe wirklich den ganzen Tag geschlafen, ein halbes Jahr. Ich wurde wieder eingegliedert, im Hirn war ganz viel kaputt. Ich musste einen IQ-Test machen, ich musste Tests machen, eine Konzentrationstest, ob ich überhaupt wieder an Maschinen arbeiten darf. Ich wurde eingegliedert mit einer Stunde, dass ich mal an die Arbeit konnte. Für mich war alles zu viel. Ich weiß nicht, ob man das jetzt mit einer reinen Depression vergleichen kann. Jeder Schritt, mir war alles zu viel, keinen Lebensmut und keine Kraft mehr. Und das ging 1,5 Jahre. Also das war schon harter Tobak. Mhm. Und ich habe irgendwann, ich beschreibe das immer so, nachdem dieser Schleier, dieser Nebel durch dieses, du musst dir vorstellen, mein Freund, der hat einen schönen Spruch mal zu mir gesagt, oder zu anderen auch, jetzt erkennen wir den Matthias mal, wie er wirklich ist. Weil ich war 12 Jahre dann fast nur Truff. Und jetzt hat sich für mich dieser Schleier gehoben und jetzt ist er auf einmal clean und klar. Also ich gucke jetzt gerade für die Zuhörer im Raum hier rum, um das so ein bisschen plakativ zu machen. Auf einmal war alles so normal, klar, nicht mehr betäubt, sediert. Und auf einmal habe ich die Welt mit anderen Augen gesehen. Und das war auch der Moment, wo ich gesagt habe, ich möchte von nichts mehr abhängig sein, von keiner Substanz. Ich möchte auch keine Psychopharmaka nehmen mehr müssen. Ich möchte gesund sein und ich möchte nur noch Liebe und Wahrheit. Ich möchte Liebe geben, Liebe empfangen und Wahrheit. Mich selber nicht mehr belügen, andere nicht mehr, weil als Drogentyp habe ich nur belogen. Ich möchte ich sein. Ein zwanghafter Wunsch nach Authentizität. Mhm. Und das ist mein Weg gewesen. Das waren meine wichtigsten 2 Werte erstmal als Haltung. Und die habe ich dann angefangen zu leben und auch mit meinem Schwulsein, mit allen. Ich habe gesagt, jetzt bin ich nur noch ich. Es hat alles nicht funktioniert, so wie es war, und jetzt bin ich nur noch ich. Mhm. Und dann habe ich, um die Geschichte jetzt noch ein bisschen runder zu machen, dann habe ich das alles niedergeschrieben, einen Film über mein Leben 2006 gemacht, den ersten Film, mit meinen Möglichkeiten. Ich habe mich einfach besonnen, was war mein Traum als junger Kerl. Ich wollte Filmemacher sein und habe den ersten Film über mein Leben gemacht. Und dann wurde ich gefunden, Drogenberatungsstelle, Schulen, Polizei, fingen die ersten Vorträge an und dann ging ich diese Reise als Redner, als Vortragender von meiner Geschichte, habe alles erstmal raus aus mir, also mir von der Seele gesprochen auch, ja. War auch ein Stück weit Seelenbereinigung, Heilung, nenn es wie du willst, und habe mich dann als Mensch einfach entwickelt und die Berufsgenossenschaft hat mich gefunden, die hat dann gesagt, hier musst du die Seminare für uns machen, da musst du aber einen Trainer machen, also fing ich da an zu reflektieren, den ersten Trainer. Und ich habe dann angefangen, die Selbstständigkeit 2007, wo ich gesagt habe, jetzt will ich ein eigenes Baby haben. Ich will ich sein, ich will in die Selbstverantwortung, liebe Eltern. Das ist eins der wichtigsten, für mich wichtigsten Tools oder Eigenschaften, selbstverantwortlich für sein Leben. Dann kommst du in die Kraft und Stärke. Und deswegen heißt mein Film oder meine Botschaft ja auch, du bist der Pilot in deinem Leben. Du sitzt nicht hinten drin, sondern du sitzt vorne im Flugzeug und steuerst selber dein Leben. Mein Flugzeug war ja so nach oben und dann tiefer Fall. Aber jetzt steuere ich mein Flugzeug so, wie ich das möchte. Eigenverantwortung und Eigenregie. Wenn wir jetzt noch mal kurz zum Thema Drogen kommen oder Süchte kommen. Also ich finde das sehr inspirierend, was du geschafft hast, dass du da auch so offen drüber reden kannst. Und wir werden natürlich auch für alle, weil die mehr über Matthias wollen oder wenn du Matthias vielleicht bei dir in der Schule oder im Unternehmen buchen möchtest zu dem Thema, werden wir alles in den Shownotes verlinken oder auch bei YouTube dann unter in der Beschreibung, dass man dich auch wirklich mit all deinen Portalen findet. Jetzt haben wir natürlich versprochen, dass wir zum Thema Sucht und Suchtprävention sprechen. Was sind für dich so die gängigsten Suchtmittel? Es sind ja nicht nur Drogen.
Ja, ich würde es jetzt mal, also ich tue jetzt hier keinen Drogenbericht der Drogenbeauftragten runterleiern, sondern ich sage euch mal meine Erfahrungswelt. Ja. Dadurch, dass ich als einer, es gibt nicht so viele Redner in dem Bereich, die auf so einer Ebene das Ganze machen wie ich, weil jetzt muss man noch, eins muss ich noch dazu sagen, ich habe mir das ganze Fachwissen auch drauf geschafft, im betrieblichen Kontext, Sucht, wo kommt das her? Von der Hirnforschung bis zur Kinder-Jugenderziehung. Also ich habe mir ganz viel Wissen da angeeignet, weil ich seit über 15 Jahren auf einer Reise zu mir selber bin, um zu gucken, ich wollte wissen, warum bist du süchtig geworden, ja? Und ich sage es jetzt mal daraus, was mir so widerfahren ist jetzt die letzten 15 Jahre. Dadurch, dass ich von Schulen kontaktiert werde und natürlich auch von Betrieben, aber nehmen wir jetzt mal die Schulen und ich mit Lehrern ganz massiv im Austausch bin und ich immer wieder mir Menschen auch ihre Geschichten spiegeln und ihre Erfahrungen und sowas, kann ich euch jetzt, aber ich will euch keine Angst machen da draußen, aber es ist wirklich ein Grundtenor. Wir müssen mal Klartext reden hier. Ja. Wir müssen Klartext reden, ja. Aber nicht, dass irgendeiner sagt, der Wald hat gesagt, es wäre nur so und der zieht uns alle runter. Aber die Jungs, die zocken, sehr viele, die zocken, also Games, Ego-Shooter, was weiß ich, und kiffen, das ist allgegenwärtig verbreitet, auch auf den Dörfern, von wegen, das gibt's hier nicht. Also ich bin in den tollsten Schulen, wo jeder denkt, das gibt's ja nicht, werde ich bestellt. Herr Wald, Hilfe, Hilfe, inzwischen steht in den E-Mails drin, Alarm, Hilfe, wir haben ein Problem. So melden sich die Schulen bei mir, die Pädagogen, die Sozialarbeiter und so weiter. Die Mädchen, sehr verbreitet die Bulimie, Magersucht, die kotzen oder ritzen. Ja. Und das sind so diese Verhaltenssüchte und Stoffgebundene, also wir reden von Verhaltenssüchten, dieses Ritzen, Kotzen und die stoffgebundenen Süchte, ganz viel Cannabis. Wenn es in die Partyszene geht, dann ist sehr viel Amphetamin, leistungssteigernd ist Amphetamin, aber auch unter Berufen, die Leistung brauchen, ist das sehr verbreitet. Oder bei so Szenen wie jetzt Rapper und sowas, die fahren sich dann auch mal, oder anderes jetzt so Skater. Also wenn dein Kind ein Skater ist und ein Rapper und sowas, darfst du schon mal hingucken. Mal ganz ehrlich, also ich sage es jetzt ein bisschen krass direkt, wenn dein Kind in der Szene ist, die prädestiniert dafür ist für Cannabis und das sind so Rapper, Skater. Skater haben dann ganz viel auch psychoaktive Substanzen, wie jetzt LSD, die probieren einfach aus, ja. Mhm. Dann darfst du da schon mal hingucken. Also es ist das schon ein Indiz. Ja. Und das ist alles sehr verbreitet an Schulen. Ich habe nochmal ein Beispiel. Ich war letztes Jahr zum Beispiel bei einer großen Firma, 350 Auszubildende. Und ich mache nicht dieses, wer von euch handheben, sondern ich lasse die summen. Ich baue erst Verbindung auf, Vertrauen, die hören ein bisschen was von mir und dann sage ich, darf ich euch eine Frage stellen, wer von euch hat schon mal gekifft? Und wenn da sitzt der Geschäftsführer vorne links oder der CEO oder wer auch immer und die 350 auszubilden, ich lasse die Summen mal alle summen, wer schon mal gekifft hat, der ganze Saal hat gesummt. Der Geschäftsführer hat sich wirklich nur so umgedreht. Dann frage ich, wer kifft öfters am Wochenende? Dann ist es der halbe Saal, ist immer noch laut genug. Wer hat schon mal Amphetamin, Kokain oder Ecstasy ausprobiert? Dann ist auch noch eine gewisse Pegel an Lautstärke da. Ne? Also das muss man selber live erleben. Das ist ein Test, den ich eigentlich immer mache. Und selbst jetzt hier online mit Firmen, jetzt vor kurzem während Corona habe ich das auch gemacht. Da waren dann 15 Azubis am anderen Ende irgendwo in Deutschland. Und das waren drei verschiedene Dinger hintereinander. Drei verschiedene Online-Kurse, wo es live war, Online-Schulung. Und da haben wirklich immer die Hälfte, so ungefähr ein Drittel oder die Hälfte gesagt, sie haben schon gekifft oder andere Sachen ausprobiert. Also es ist nicht mehr irgendwie wie bei uns früher was Besonderes, dass wir waren so Außenseiter und das waren nur ein paar, sondern heute, das hat natürlich auch Gründe, diese ewige Legalisierungsdebatte ist ja wie ein riesen Marketing-Instrument gewesen. Und dieser Vergleich ständig im Fernsehen mit Alkohol. Ich würde nie Cannabis mit Alkohol vergleichen. Das ist beides scheiße. Also Alkohol ist toxisch und Cannabis psychoaktiv. Aber da wird ständig verglichen und den Jugendlichen suggeriert, Cannabis ist ja gar nicht so gefährlich und. Das macht was mit den Jugendlichen. Und ich höre es auch immer wieder an den Fragen, die die Jugendlichen mir stellen. Aber jetzt summen vielleicht 350, dass sie schon mal probiert haben. Aber nicht jeder bleibt drauf kleben. Ich denn jetzt, also es gibt ja Familien, die haben eine Null-Toleranz-Grenze, was Drogen angeht. Andere sagen, na gut, wenn sie es mal probieren, haben wir alle mal gemacht. Aber wo ist für dich so die Schwelle, wo du sagst, das geht jetzt schon über Probieren hinaus, da sollte man jetzt mal hingucken?
Also es auch, gibt ja auch, wie du schon sagst, mit dem Ritzen. Ist es einmal Ritzen oder ist es öfters? Ne? Also wo sehe ich den Unterschied als Eltern? Hast du da irgendwelche Indikatoren? Ja, also beim Konsum, jetzt nehmen wir mal Cannabis, ja. Beschreibe ich es immer so, wenn du mal nichts rauchst oder konsumierst, egal jetzt welche Substanz, und du kriegst eine körperliche Unruhe, bist nervös, schwitzt, dies und das, dann sind wir schon bei Anzeichen, bei körperlichen Erregungen, Anzeichen, dass da ein Bedürfnis ist, ja, dass da eine Erregung ist. Und sehr oft ist es auch so, dass Jugendliche, wenn sie es in ihren Instrumentalisieren, also ich habe es instrumentalisiert, ich kam dann in die Schicht, dann eine Line Speed, um die Nachtschicht zu machen. Also dieses Instrumentalisieren ist auch ein Thema. Und ist natürlich als Methode zu nehmen, um zum Beispiel auszublenden, zu betäuben, sedieren. Beispiel, ich hatte Träume, habe mich nicht getraut, mich zu leben. Und dann, für mich ist Cannabis ein Traum und ein Motivationskiller. Und dann kiffe ich mich runter, weil vermeintlich, ich muss mich entspannen. Aber in Wirklichkeit habe ich ja mich betäubt, um mich nicht meiner Realität, meinen Sehnsüchten und das, was vielleicht mein Herz will, meine Intuition, und ich kann mich nicht selber leben. Und dann habe ich mich in dem Moment betäubt oder nenne es auch selbstmedikamentiert. Auch ein wichtiger Fakt, das machen auch viele. Wir machen hier gerade sehr viele Themen auf, weil es gibt zum Beispiel viele Jugendliche, die haben ADS, könnten wir jetzt auch drüber streiten, ob es das überhaupt gibt und so, aber die kompensieren ADHS damit. Verstehst du? Es gibt sehr viele Jugendliche, die irgendwas kompensieren mit dem Substanzkonsum. Aber da machen wir jetzt verschiedene Büchsen hier auf. Würdest du denn sagen, dass es bei Drogen was anderes ist, wie zum Beispiel jetzt, Spielsucht oder Magersucht? Sind das irgendwo, sagst du, da gibt es doch irgendwo gleiche Signale, oder sagst du, nee, man muss schon wirklich jedes einzeln betrachten? Also alles hat schon einen Grundtenor, eine Sehnsucht. Eine Sehnsucht für irgendwas, für Anerkennung, für Zeitverplempern, für Reize. Ne? Die Zocker wollen auch Reize, Erfolgserlebnisse haben. Das hat schon irgendwie alles. Aber jetzt alle verhaltens- und stoffgebundenen Süchte miteinander zu vergleichen, ist schon schwierig. Okay. Weil ich glaube, es hat einfach einen Grundtenor, das Bedürfnis nach Rausch und Erregung. Also wir Menschen, wir haben ja so einen Flow-Bereich, entweder sind wir überregt oder erregt, oder wir sind sehr gedämpft. Und wenn du in der Mitte bist, bist du im Flow, dann bist du, dein Leben fließt so, du bist energetisch im Flow. Und wenn du dich aber, ich will nicht zu spirituell werden, aber kennst du ja Dualität, wer innerlich Ohnmacht spürt, sucht Macht. Ich habe mich immer innerlich traurig gefühlt und nach außen den Clown gespielt. Mhm. Ne? Also da ist eine Dualität einfach, und das gibt es mit vielen Lebensthemen. Und dieses Kompensieren machen sehr viele Konsumenten, sehr, 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 sehr viele. Und dann sind wir ja auch noch bei den traumatischen Erlebnissen. Ne? Sehr oft tun ja zum Beispiel Frauen bei Missbrauch dann Tablettensucht entwickeln. Sehr viel Tablettensucht ist bei Frauen aus diesem Auslöser heraus. Aber das ist jetzt auch sehr pauschal. Also ich habe da jetzt keine Evaluierung hier, aber das sind alles Anzeichen. Ja. Ja. Jetzt ist es so, dass wir hier, also wir können, glaube ich, hier nicht die Tipps geben für Eltern, was machst du, wenn du glaubst, dass dein Kind Drogen nimmt. Aber ich glaube, Matthias, dass du sehr gute Tipps geben kannst. Was können Eltern tun, damit vielleicht diese Leere, diese Sehnsucht, diese Traurigkeit, dieses "Ich bin falsch" bei Kindern nicht so laut wird, dass sie es mit irgendetwas kompensieren müssen? Kannst du uns da mal ein paar Tipps geben? Ja, auf jeden Fall. Also grundsätzlich, wenn du mitbekommst, das kifft, jetzt kommt es natürlich auch noch mal ein bisschen drauf an, wie alt es ist. Ja, es gibt ja schon welche, die ist mit 12, 13, da wäre schon bei mir schon Alarm angesagt. Ja. Aber wenn das Kind 17 ist oder 18 ist, es kifft und probiert das mal aus, würde ich schon mal nicht in Panik geraten. Ich würde mich mal einlesen, ich würde mich mal belesen, mich mit dem Thema befassen. Wir gucken so viel Scheißdreck im Fernsehen und so viel Müll, dann kann man sich auch mal mit so einem Thema, muss nicht in die Vollendstiefe sein, aber so ein bisschen damit befassen. Ich würde mir, wenn es geht, relativ früh Hilfe holen von Profis, weil da ist das Problem ist, da ist immer eine hohe Schamschwelle und auch Angst, auch durch diese Kriminalisierung. Oh, der nimmt Drogen, das ist ja verboten, und der dealt vielleicht auch noch. Also da sind sehr viele Angst- und Scham
behaftete Themen bei Eltern auch, aber ich, und das blockiert die Eltern. Zu mir haben so oft schon Eltern gesagt, ich bin hier im Dorf und es kennt jeder oder es ist eine kleine Stadt, ich gehe doch nicht in die Drogenberatung rein. Also da sind, die haben dann wirklich Angst und Hemmung. Aber ich sage, geht und holt euch Profis. Ihr seid emotionalisiert, ihr seid in dem Thema drin. Ihr habt das Thema jetzt und holt euch so früh, wie es geht, Hilfe. Auf jeden Fall. Ich würde auf jeden Fall ruhig bleiben, nie ausrasten. Ich würde versuchen, die Beziehungsebene immer zum Kind zu halten. Das Kind braucht immer das Gefühl, es kann mit seinen Nöten, Problemen, Sorgen zu dir kommen als Eltern. Das sind so die wichtigsten Faktoren. Trotzdem würde ich, ganz wichtig jetzt auch, Haltung verhalten. Also du musst auch Vorbild sein. Nicht, dass du säufst und dein Kind, also nicht falsch verstehen, aber wenn du dich jedes Wochenende mit Wein oder irgendwas anderes wegknallst am Fußballplatz mit Bier oder was weiß ich als Vater und dein Kind dann das anfängt, natürlich kommen dann Vergleiche und so weiter. Also du musst auch schon Vorbild sein. Trotzdem Haltung haben, Grenzen setzen, trotzdem konsequent sein auch, ja. Und ein Vorbild sein, sage ich immer. Das ist mit das Wichtigste, das Ganze auch vorleben. Und immer offen sein für Dialog, nicht aggressiv werden. Das machen halt auch viele. Dann gleich aggressiv werden und Horrorszenarien aufmalen. Also bei Cannabis, ich weiß, Cannabis ist trotzdem für mich auch eine furchtbare Droge, weil die inzwischen so hochgezüchtet ist. Die ist viel stärker wie damals zu meiner Zeit. Die Psychosen kommen viel schneller und sind so viel psychoaktiver. Und da wird auch ganz viel Dreck auch noch reingemischt und so in die ganzen Substanzen. Aber trotzdem nicht gleich die Alarmstufe rot. Ja, und die Beziehungsebene zum Kind halten. Das wäre so mein wichtigster Tipp jetzt erstmal. Und was empfiehlst du, was kann ich denn schon vorher machen, damit es gar nicht dazu kommt, dass mein Kind Drogen nimmt? Also ich habe rausgehört vorhin, dass du gesagt hast, also Selbstwertgefühl wahrscheinlich stärken, also dem Kind Nein sagen beibringen, oder? Das wäre jetzt so ein Tipp. Ja, also über allem steht für mich das Kind in die Selbstverantwortung schubsen, in die Autonomie. So viel und so früh wie möglich das Kind selber machen lassen. Ich muss eins vorneweg sagen, ich bin kein Vater. Ich habe ja keine Kinder. Ich habe den größten Respekt vor Eltern. Ich will auch nichts mehr verurteilen oder auch nicht mehr, weil jemand das Wort Helikoptereltern ist ja auch ein Scheißwort, eine Stigmatisierung. Aber das beschreibt halt, wie viele Eltern auch unterwegs sind. Dieses Überbehüten und dieses dem Kind seine Erfahrungen wegnehmen, auch seine Grenzerfahrung, auch sein Fallen, damit es wieder aufsteht. Ich glaube, ein starkes, selbstbewusstes Kind, was vielleicht seine Träume, seine Visionen lebt, wenn es dann verbalisiert, ich möchte gern Maler werden, dann wird es ja meistens zerredet, mach einen ordentlichen Beruf, mach das und das. Aber ein Kind, was sich selbst lebt, und das Gefühl hat, dass die Eltern da vertrauen und dahinter stehen und lauter Werte, jetzt geht es um ein Wertkorsett, sehr früh Werte beibringen. Ne? Ich frage die Jugendlichen immer, was sind eure Werte? Was sind denn Werte? Ich stehe vor denen mit 15, 16 Jahren, Werte, dann erkläre ich denen mal ein paar Werte, meine 7 Werte, die mir am wichtigsten sind. Dann sage ich, sag doch mal, was eure Werte sind. Dann schreibe ich die an der Flipchart. Ich habe in den letzten Jahren hier im Handy, ich glaube, 150 Flipcharts fotografiert, wo ich nach Werten frage und Motive, was euch motiviert, was euch Kraft gibt, was euch antreibt, was euch Energie gibt. Und so arbeite ich mit den Jungen. Ich mache denen das bewusst, ja. Aber ich muss dazu sagen, ich hatte ja früher auch keine Werte. Das bringt dir halt einfach keiner bei. Entweder kriegst du es vorgelebt oder wenn du es reingehämmert kriegst, ist ja auch nicht unbedingt vorteilhaft. Also das heißt schon, je selbstbewusster, je selbst befähigter ein junger Mensch ist, umso eher kann er es vielleicht mal probieren und merken, okay, das ist nichts für mich und ich lasse die Finger davon. Das ist natürlich jetzt auch so eine gute Frage. Was heißt, wenn ich sage den Jugendlichen, jetzt muss man eins nochmal dazu sagen. Das Gehirn, das entwickelt sich ja beim Mann bis 23 und bei der Frau bis 21. Und alles, was vorher mit Substanzen, psychoaktiven Substanzen im Gehirn passiert, ist ein Eingriff. Ich sage den Jugendlichen immer, schiebt's raus, wenn, dann kifft mal irgendwann mit 27 oder 25 ein, aber dann wollt das auch nicht mehr. Dann steht ihr im Leben, ihr habt eine Familie, ihr habt vielleicht ein Häuschen, ihr habt 2 Kinder und dann habt ihr auch keine Sehnsucht mehr danach, weil dann sagt ihr auch, das braucht ja kein Mensch. Aber dieses so früh an diese Substanzen ranführen und ranlassen, das ist das Gefährliche. Und nur mal für die Entspannung für die Eltern jetzt, ich kenne ganz viele Eltern, wo du denkst, sie haben alles richtig gemacht. Eine selbstbestimmte Erziehung mit Liebe, mit Werten, mit dem gesunden Selbstwertgefühl und Anerkennung und. Und dann kommt das Kind in die Schule, in die Peer Group,
wo die falschen Freunde sind und es geht den Weg der Spirale nach unten in die Drogenkarriere. Also da schützt dich auch keiner davor. Ich glaube, dieser offene Umgang und über alles reden und dieses Hoch an Vertrauen zwischen Kind und Elternteil, beiden am besten, ist das mit das Wichtigste. Aber wie oft ist etwas, man schambehaftet, man redet nicht über Sexualität, über Trieb. Das sind ja alles so Themen, wo du, ja, denke ich mal, tief drin arbeitest mit Eltern. Dieses Offensein, dieses, kennst du noch so Glaubenssätze? Nicht so laut, was sollen die Nachbarn denken? Oder ich habe, meine Mama immer gesagt, hat immer gesagt, das ist mein Sorgenkind. Ich wurde ja schon in so ein, ne, so, vielleicht war ich auch Sorgenkind, keine Ahnung. Aber was macht das mit dir? Ja. Was macht das mit dir? Ich habe ja dann erst später, nachdem ich so tief gefallen bin, gelernt, in meine Stärke, in meine Kraft zu kommen. In die Selbstermächtigung, Macht über mich selber, Macht über meine Gefühle, über meine Gedanken, über das, was meine Sehnsüchte, meine Vision, meine Träume, also dieses Gesamte in sich, in mir, ja, da die Kraft und Liebe und Energie zu finden. Und seitdem bin ich auch in meiner Kraft und meiner Stärke. Ich mache ja nur noch das, was ich Bock habe. Ja. Ja. Und vorher wurde ich gelebt, heute lebe ich mich selbst. Und das ist auch eine Message, die ich immer wieder sage, wenn du den Podcast hörst, dann hast du das auch schon ganz oft gehört. Die Beziehung zu dem Kind ist das A und O, vertrauensvolle, respektvolle Beziehung zu dem Kind. Und das Kind so lassen, wie es ist, das Leben nicht fürs Kind leben, sondern das Kind nur im Leben begleiten. Und dann habt ihr einfach auch starke Kinder, die sich auch bewusst gegen solche Sachen entscheiden können, die das auch gar nicht brauchen, die vielleicht diesen Kick gar nicht haben wollen. Du als Expertin kennst ja bestimmt auch das Thema Lebenswelten. Da kommen die ja jetzt die letzten Jahre erst so richtig drauf. Das eine Kind ist auditiv, das nächste ist visuell, das nächste ist, das kann nicht so mit Zahlen, das nächste ist, was weiß ich. Ich hatte ja auch schon die tollsten Praktikanten und Auszubildenden mit unterschiedlichen Lebenswelten. Da musst du das Kind abholen und wie du es gerade gesagt hast, dem Kind einen Rahmen geben. Aber wie gesagt, ich habe halt keine Kinder. Das hört sich so an, oh, der hat ja gar keine Kinder. Ich habe den größten Respekt davor, was Eltern leisten. Das ist ja die größte Herausforderung, die man sich stellen kann im Leben. Und aber die gilt es halt einfach zu meistern und das Kind erstmal über diese Pubertätsschwelle auch drüber kriegen. Das ist ja dein Thema. Ja. Dieses Pubertät, das kommt ja auch noch dazu, ne, zu dieser Schwierigkeit. Ja, aber eben auch so einfach ein Grund Selbstvertrauen und dieses, ich muss nicht mitlaufen, ich muss nicht cool sein, ich bin toll, so wie ich bin. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit einfach geringer. Ausschließen können wir es natürlich nie. Ja. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass ein Mädchen in eine Magersucht gerät, ist natürlich größer, wenn es sich in seinem Körper unwohl fühlt, als ein Mädchen, was sagt, hey, ich bin geil, genauso wie ich bin. Genau. Die ist wahrscheinlich weniger anfällig für Bulimie oder Magersucht. Und so ist es, glaube ich, mit allen Süchten. Was für mich auch nochmal so ein Thema ist, ist so positive Psychologie, das Kind ermutigen. Bestätigen, aufbauen. Natürlich nicht nur wischiwaschi, du bist toll und das, natürlich auch mal kritisch auf Dinge draufschauen, ja. Aber wir haben ja, ich will jetzt nicht unser Schulsystem zerreden, aber du weißt, dass das alles sehr defizitorientiert ist und du kriegst die Fehler aufgezeigt und so weiter und so fort. Ja. Wenn ich mich mal als Jugendlichen damals sehe, wenn einer gewusst hätte, was ich für Begabungen, Talente und ne, die ich so habe, die hat keiner gesehen. Ich war nur in diesem, was ich nichts bin. Mein Selbstwert, was ich nicht kann und das habe ich gespiegelt bekommen, aber nicht dieses Inspirieren, Motivieren. Deswegen bin ich inzwischen als Rhetoriker immer so, ich bin immer inspirierend, motivierend, aufbauend. Ich sage denen, du hast eben einen schönen Satz gesagt, dieses, du bist gut so, du bist geil so, wie du bist. Das ist so ein Spruch von mir. Findet ihr euch auch geil? Ich finde mich inzwischen geil. Also nicht hier so arrogant geil, so Selbstliebe, verherrlichen, sondern ich habe so lauter Sachen, die ich an mir toll finde. Mein Köpfchen finde ich toll, ich bin ein bisschen zu dick, meine Hände sind so dicke Hände, mein Arsch ist ein bisschen dick und rund, das finde ich geil an mir. Aber dann habe ich dicke Schenkel, die finde ich nicht so gut, aber die nehme ich trotzdem an, die nehme ich mit. Aber ich gucke auf die Dinge, die ich an mir toll finde. Ich habe so ein bisschen so einen Buckeltyp, ne? Muss dann immer Haltung aufpassen. Ich habe so ein lauter Sachen, hier wird es immer weniger Haare, aber trotzdem sind schöne Sachen an mir, wo ich denke, Da lege ich den Fokus drauf und nicht nur an diese Sachen, die vielleicht verbesserungswürdig oder nicht so schön sind, sondern die Jugendlichen, sondern immer, ja, ich will mich auch geil finden, ich bin auch geil, ihr seid alle gut so, wie ihr seid, mit allen Fähigkeiten und Begabungen. Ja? Da werde ich emotional, merkt man gerade. Ja, und das ist aber etwas, das
Das können Eltern nur vorleben. Also wenn du ständig als Mutter vorm Spiegel stehst und sagst, boah, ich bin zu fett und ich mache eine Diät und das Kind erlebt dich, wie du von einer Diät zur nächsten springst, wird es wahrscheinlich weniger ein gesundes Körperbewusstsein haben. Oder wenn sieht, der Papa kommt heim und trinkt erstmal eine halbe Flasche Wein jeden Abend. Also da ist auch ganz viel Vorleben. Also die Eltern können ja das dem Kind nicht beibringen, sie können es aber vorleben. Definitiv, kann ich 100% zustimmen. Ja. Matthias, die Zeit verfliegt. Wir sind hier schon fast eine Stunde am Reden. Jetzt würde ich gerne, ich habe noch ganz, ganz viele Fragen, aber ich würde jetzt gerne mal von dir wissen, weil du bist der Experte, du arbeitest viel damit. Welches Thema haben wir jetzt noch nicht angesprochen, wo du sagst, das wäre schon wichtig, dass ich Eltern das noch mitgebe? Achso, ich kann mal so ein bisschen mich ergießen. Machen wir es mal so, ja? Nicht auf ein Thema. Ja. Also, liebe Eltern, schaut auch von Anfang an ein bisschen auf die Freunde des Kindes. Was ist das für eine Peer Group? Wie sind die drauf? Schaut auf euer Kind, auf das Emotionale, wenn es sich verändert, gerade wenn es jetzt, klar, Pubertät verändert sich sowieso, aber wenn es dann so 17, 18, 19 wird und du hast das Gefühl, da tritt eine Wesensveränderung ein oder wenn Emotionen nicht angepasst der Situation sind, so erkläre ich das immer, angepasste Situation der Emotionen, es brüllt gleich, es ist aggressiv, es ist überfordert, dann müssten Alarmglocken schon angehen, ja. Das nicht einfach so nur auf die Pubertät oder auf irgendwas schieben, sondern wirklich das Gespräch, den Dialog suchen. Das wäre so nochmal so mein Tipp an euch. Und wie Kira hat es schon so schön gesagt, Beziehungsebene. Ich habe so oft, dass ich Vätern, weil Väter sehr oft, Männer können nicht so Gefühle zeigen und Liebe senden oder sagen oder zeigen. Küsst mal gerade die Jungs, die wollen Anerkennung, die wollen ihren Vater spüren, küsst mal euren Sohn auf die Stirn und sagt ihm, ja, ich habe dich lieb und ich bin immer für dich da, egal was passiert. Und dann kommen manchmal da Zuschriften per E-Mail oder ja, ich habe es gemacht, ich habe meinem Sohn das noch nie gesagt. Und wir Menschen brauchen Anerkennung, Zuwendung. Da reicht es manchmal einmal, dass das jemand sagen was auch was auch ganz wichtig. Hat der jetzt irgendwas, ist hier gerade nicht, passt gerade nicht im Ton? Jetzt wieder. Nee, irgendwie. Warte mal kurz, da rauscht es gerade. Guck mal jetzt. Ja, jetzt passt es wieder. Okay. So. Ja. Was ich auch mal sage, und das bitte jetzt gut zuhören. Ich habe die These ich glaube, dass es im Leben nur einen Menschen braucht, einmal, der an dich glaubt. Im besten Fall du selber an dich, aber das als junger Mensch ist ja ganz schwierig mit den ganzen Identitätssuche und man ist ja auf der Suche nach sich selbst und seinem Umfeld. Aber du solltest die Brücken schlagen und an dein Kind glauben. Egal mit was für einem abstrakten, die können heute Millionär werden als YouTuber oder als Instagrammer oder was weiß ich. Lass das mal zu, dass das da draußen geht. Du kannst Angebote machen, Offerten, aber das Kind darf auch mal fallen. Lass es seinen eigenen Weg gehen. Die Kinder suchen dann ihre eigenen Strategien. Wenn das merkt, das funktioniert nicht. Ich will Fotograf werden. Da hat meine Mutter zu mir gesagt, das ist eine brotlose Kunst. Die verdienen kein Geld. Ich will das nicht. Und da habe ich gesagt, ich bin Fotograf. Soll ich Ihnen meine BWA zeigen? So ein Quatsch. Das sind ihre Glaubenssätze. Der soll die Anwaltskanzlei meines Mannes übernehmen. Ich so, hören Sie auf, Ihr Kind krank zu machen. Was soll denn das? Lassen Sie doch, wenn der merkt, dass Fotograf nicht funktioniert, dann tut er eh schon seine Strategien ändern und irgendwann was anderes noch machen. Und sind wir mal ganz ehrlich, da werde ich jetzt echt emotional, ich glaube, man merkt es auch, die meisten Menschen tun mit 30 nochmal einen anderen Beruf, also sehr viele, nicht alle, aber sehr viele Menschen switchen mit 25, 30 nochmal zu einem anderen Beruf oder zu nochmal einem anderen Beruf. Berufung, du fühlst dich gerufen, dein Herz hat gerufen, deine Sehnsüchte. Und warum denn nicht? Die Menschen, das tendiert dazu, New Work, viele Berufe, viele Kenntnisse, viele Fähigkeiten. Und da müssen wir Erwachsenen, glaube ich, mal lernen, loszulassen und unser Kind einfach nur zu ermutigen, vielleicht auch mal fallen zu lassen, jetzt nicht ganz fallen, aber und dann im richtigen Moment auffangen, sage ich immer wieder, ja. Und aber nicht alles wuschi-puschi hier, da hast du alles und mit Geld und er muss das gar nicht lernen, sich das selber zu arbeiten. Ich finde so ein Spagat zwischen, nicht falsch verstehen, ein bisschen Zuckerbrot, ein bisschen Peitsche, ja. Also keine Peitsche, keine Schläge, aber dieses eine gewisse, der muss da selber durch. Der muss das sich selber erarbeiten. Und dann kommt er in seine Kraft und Stärke. Das Kind.
Ja, wir lernen durch viel, viel mehr durch Fehler, durch Herausforderungen, durch Scheitern, als wenn man es immer nur vorgesagt bekommen, was möglicherweise passieren könnte. Hier sitzt Mr. Scheitern. Ich bin das beste Beispiel dafür. Ja. Und ich finde, ich glaube, dass jeder fast alles schaffen kann, was er sich vorstellen kann. Ja. Und wenn das so ein junger Mensch ist, der irgendwas, wo die Eltern erstmal sagen, das geht nicht, so ein Beruf, das möchte ich nicht, dann muss das Ego ausgeschaltet werden. Lassen erst mal machen. Ja. Und ich finde, also nochmal eine wichtige Sache, das sage ich den Jugendlichen auch mal, auch gerade wegen Noten, die bauen sich ja einen Druck auf. Das weißt du bestimmt als Expertin auch, es sind ja immer mehr Depressionen, Burnout bei Jugendlichen. Also früher war das bei den 40, 50-Jährigen, jetzt sind wir bei 15-Jährigen angekommen. Ich sage den Leuten, klar sollt ihr tolle Noten haben und wenn, ne, macht so gut ihr könnt. Aber weißt du, und viele machen sich so einen Druck auch, was, das muss nach der Schule gleich einen Job und das und hier und da oder sich tot studieren, das machen ja auch viele. Ich habe gesagt, und wenn du nochmal eine Runde drehst, dann gehst du halt erstmal kellnern und machen. Die Leute machen sich immer so verrückt und haben so ein krasses Bild als Vorstellung, passt schon Zwänge. Ich rede manchmal nur noch mit Erwachsenen, mit Eltern, noch, hier, haben sie Zwänge? Hm. Lass doch mal das Leben ein bisschen fließen. Wir reden jetzt nicht von, ja, der macht nichts, der ist faul und dann ist wieder auch so eine andere Geschichte. Da kenne ich aber auch ein Beispiel, der hat dann irgendwann intrinsisch das Faulsein war genug und dann hat er sein Leben angepackt. Ist das dem sein Learning. Ne? Also ja. Wir kommen jetzt auch schon wirklich in die Spiritualität. Ich sage immer, Dinge im Fluss lassen. Lass es fließen auch. Sei unterstützend, gib Trigger, Impulse, sei ein bisschen ein Coach vielleicht vielleicht nochmal ein Tool. Ich habe lauter Tools. Schade, dass wir nicht mehr so viel Zeit haben. Ich tue zum Beispiel auch mit meinen Mitarbeitern oder überhaupt mit jungen Menschen viel über Humor machen. Mhm. Ganz viel über Humor. Ich bin dann, ja, meinst du das jetzt alles ernst? Ich bin dann ein bisschen abstrakt und ich versuche die mit Humor zu triggern, um sie dahin zu triggern. Da lernen die viel besser, als wenn ich da Vorwürfe mache und sowas. Weg von dieser Vorwurfshaltung. Schuld, das ist ja die Krankheit des 21. Jahrhunderts, Schuldgefühle vermitteln. Ja. Du kennst das, ja? Ja. Also Schuldgefühle, das ist auch das. Fast jede Mutter, die bei mir im Coaching ist, hat irgendwo Schuldgefühle. Schuld und Scham, das macht unfassbar viel mit uns Menschen. Und wenn gerade wenn wir manipuliert werden, dann meistens über die Schuld- und Schamschiene. Und das wollen wir nicht spüren und das wollen wir betäuben. Ja. Ja. Matthias, wenn jetzt... Kommen da schon Fragen rein? Ich schaue gleich nach. Ich habe tatsächlich für Facebook jetzt hier gerade den Vollbildmodus. Wir gucken gleich nach. Also zum einen, wenn du das Ganze jetzt hier live in der Facebook-Gruppe siehst, schreibt bitte jetzt schon eure Fragen in den Chat. Ich werde gleich reingehen und mir die Fragen durchlesen. Wir werden die gleich auch live beantworten. Aber jetzt für die Podcast- und YouTube-Hörer, wenn Matthias die Leute sagen oder jemand sagt, Mensch, ich möchte dich unbedingt buchen, was bietest du an? Also mit welchen Themen können denn die Menschen zu dir kommen? Für was kann man dich buchen? Also so grundsätzlich bin ich in der Prävention verhaftet. Also ich bin jetzt nicht in der Intervention und berate Menschen wie die von der Drogenberatung oder die Pädagogen oder die Therapeuten. Ich bin kein Therapeut, ich darf das auch nicht. Ich darf nicht mit Sucht ist eine anerkannte Krankheit und ich darf nicht mit Süchtigen arbeiten und dann den Tipps und Ratschläge. Ich habe eine Zeit lang Eltern Ratschläge gegeben und gemacht, aber das wurde durch meine ganzen Fernsehauftritte und so alles viel zu viel. Das kann ich gar nicht mehr leisten und das saugt auch sehr viel Energie. Ich muss mich immer abgrenzen, weil dieses Thema Co-Abhängigkeit ist ein Riesenthema, ist eine Familienkrankheit. Sobald ich dann anfange zu emotionalisieren und ich mag dann jemanden und ich leide mit und hin und her, macht das ja auch wieder was mit mir. Deswegen, ich bin komplett in der Prävention zu Hause und da mache ich Vorträge in Schulen, in Betrieben, in Kongressen, Fachpublikum auch. Sehr oft Workshops auch, Vortrag-Workshop-Mix. Das heißt, ich arbeite mit den jungen Leuten als Life-Coach, nicht nur zu volllabern, sondern auch mit denen was erarbeiten, reflektieren und so weiter und so fort. Dann, was ich sehr liebe und was einen riesigen Effekt hat, sind Kurzfilmprojekte in Schulen, mit Jugendlichen, mit Firmen. Da habe ich auch ganz viele Beispiele auf meiner Webseite. Weil Film ist ein geiles Medium, um was zu transportieren. Du lernst sehr viele Kompetenzen wie Kommunikation, Empathie. Also am Filmset sind ja immer mehrere Leute und der vom Ton muss auf dem vom Bild hören und der Regisseur muss auf die alle gucken und hören und machen und tun.
Und dann werden Rollen vergeben und meistens auch noch was eingespielt. Die gehen ins Erfahren, ins Erleben, ins Fühlen, die jungen Menschen. Und dann natürlich noch durch mich triggern, anleiten. Ja. Und es wird ein Film produziert, wo dann in die Schule getragen werden kann als Ergebnis. Und die arbeiten dann damit in den Schulen oder die so Diakonien oder wer auch immer, so Orgas, und haben ein Ergebnis produziert. Und das ist sehr wertvoll und nachhaltig. Und es macht auch einen Riesenspaß für mich als Trainer. Es ist okay. Was ganz anderes wie Vorträge. Das ist das, was man mit mir machen kann. Hinter mir seht ihr Elternsuchthilfe. Da habe ich was ganz Besonderes geschaffen. Ich habe, jetzt weiß ich gar nicht, wie viele Leute habe ich denn interviewt? Ich glaube 15, 17, 19, ich weiß jetzt gerade die Zahl gar nicht. Ich habe einen Haufen Leute interviewt, die ihre Geschichten, Drogengeschichten, oder also nicht nur Drogen, sondern auch Spielsucht und so weiter und so fort, erzählen, offenbaren zu verschiedenen Themen, auch schön geclustert, wo die Menschen unsere Erfahrungen hat, die haben wir digitalisiert in Videos und erzählen und berichten darüber, geben euch Strategien, Tipps, Tricks. Und das nicht mit erhobenen Zeigefinger, sondern aus der realen Welt. Auch mal, nur mal so, meine Erfahrungen jetzt aus den ganzen Fachbereichen, wo ich jetzt mich tummel und mache und tue, irgendwann ist das wirklich wie täglich grüßtes Murmeltier, wenn du solche Geschichten hörst. Die sind immer wieder ähnlich, die Verläufe sind ähnlich, die Geschichten dahinter sind ähnlich, die Motivationen, die Fehler, die da gemacht werden, sind ähnlich. Und deswegen ist meine Motivation, da noch mehr Videos zu kreieren, zu erschaffen, um dieses täglich grüßtes Murmeltier immer wiederkehrenden Geschichten vielleicht irgendwann mal so einen Break da reinzubekommen. Ja. Und das natürlich alles zu digitalisieren und dass das alles für die Nachwelt auch bleibt. Ja. Super. Ja, ist ganz wichtig, weil das ja doch für viele Menschen einfach ein Thema ist. Also deswegen, wenn ihr da mit Matthias arbeiten wollt, findet ihr alle Links in den Beschreibungen, in den Shownotes und überall, wo wir hier die Nachricht rausstrahlen. Matthias, es war jetzt wirklich eine Stunde, die wahnsinnig schnell vergangen ist. Ich merke das nicht. Es ist halt so tiefgreifend ja, alles. Es sind so viele das Themen. Vielleicht machen wir dann, picken wir uns mal ein Thema raus und machen da nochmal ein detaillierteren Podcast dazu. Aber man kann da immer nicht alle Themen abgreifen. Gibt es denn jetzt am Ende, und da überlasse ich immer gerne den Gästen nochmal das Schlusswort, gibt es noch etwas, was du sagen möchtest zu deinem Plädoyer am Schluss? Was würdest du gerne noch sagen? Ich habe so eine Essenz, die ich Jugendlichen immer sage, wenn sie fragen, kannst du mir noch mal einen Tipp für mein Leben geben? Na, manchmal habe ich schon abmoderiert, dann meldet sich noch einer, da habe ich ganz rührige Geschichten. Liebe Eltern, helft euren Kindern dabei, sie selbst zu sein, sie nicht zu verbiegen. Macht gerne Angebote, Offerten, um ihr Leben einen Rahmen zu geben. Also gerne auch eine Art von Steuern lenken, ja. Aber nicht das Zwanghafte erzwingen, weil die haben schon genug Selbstzweifel und Irritationen in ihrem Leben durch Identitätsfindung und so weiter und so fort. Und es wird gerade sehr bunt in unserer Welt, in unserer Gesellschaft, multikulturell, divers und was es alles gibt, ja. Helft euren Kindern dabei, sie selbst zu sein. All den Themen, die da kommen. Glaubt mir, das ist Potenzialentfaltung, wenn das Kind sich selber leben kann. Das braucht ganz viel Energie und Kraft, natürlich sein eigenes Ego, seine Vorstellung, dieses Übertragen. Ich möchte, dass mein Kind das und das und das wird. Ich will, dass mein Kind das und das und das macht. Bitte einmal löschen, ich will. Sonst lebst du das Kind. Das Kind soll sich selbst leben. Ansonsten Energie, Druck erzeugt Gegendruck und dann habt ihr, ich nenne es jetzt mal Dünnschiss. Also deswegen, ich weiß, dass das alles nicht so einfach ist, es hört sich jetzt alles so schön und einfach an, weil wir haben ja auch einen Alltag und wir haben eine Sozialisierung, eine Welt in Schule, wir müssen funktionieren und das müssen wir machen und das müssen wir machen, aber versucht es annähernd so bitte. Annähernd so, dass das Kind sich leben kann. Das ist halt nicht mehr wie früher. Und so unsere Kinder, eure Kinder, sind privilegiert in einer Welt. Gut, jetzt gerade Corona ist gerade alles ein bisschen scheiße, aber wenn das mal alles rum sein sollte, wir sind schon in einer privilegierten Welt und auch Zone, wo wir leben. Und ich verstehe das nicht. Wir haben so viele Sachen. Wir waren am Mond und es ist alles so professionell und so alles so schlau. Aber nur in den Familien sind wir. In jeder Firma wird Professionalität, Agilität, was die alles leben in Firmen, nur privat kriegen wir es nicht hin. Ne?
An der Arbeit verhalten wir uns professionell. Nur privat hapert es dann, ich will das nicht jedem unterstellen hier, aber haben wir diese Probleme und Sorgen und Herausforderungen, dann sollten wir uns vielleicht mal überlegen, ob wir da nicht auch ein Stück weit Professionalität hinbekommen. Ja, das sind ganz, ganz tolle Schlussworte. Und deswegen bin ich dir wirklich, ich bin dir wahnsinnig dankbar, Matthias, dass du ja, hier uns jetzt über eine Stunde deiner Zeit geschenkt hast und aus dem Nähkästchen geplaudert hast. Also wirklich ganz, ganz toll. Und wenn du, ja, wenn dir dieser Podcast gefällt, dann lass uns gerne eine Rezension da, lass uns einen Kommentar da. Wenn du Fragen an den Matthias hast, dann schick gerne einfach uns eine E-Mail, schick dem Matthias eine E-Mail und wir werden natürlich alles weiterleiten. Und auch wenn dir das, ja, du hier noch irgendwelche Antworten suchst, die nicht gestellt worden sind, dann einfach melden. Und lieber Matthias, vielen, vielen Dank. Ich habe zu danken. Danke dir. Für deine Zeit und deine Geduld. Und ja, wenn du hier den Podcast schon länger hörst, dann auch an dieser Stelle nochmal den Hinweis an der Stelle. Mein neues Buch, die besten Pubertät-Überlebenstipps, ist jetzt draußen, kannst du bestellen unter kiraliebmann.de/buch. Ansonsten freue ich mich auf die nächste Folge und bis ganz bald. Tschüss. Tschüss, macht's gut, bis bald.